Genau, wie Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, ist geworden wie wir, aber ohne Sünde. Er ist heilig geblieben. Und dadurch hat er uns den Weg in den Himmel geöffnet. Hast du noch nie gelogen? Hast du noch nie gestohlen? Hast du noch nie unreine Gedanken gehabt? Und hast du Gott abgelehnt? Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer Jesus hat, hat das Leben. Kein Mensch kann von sich sagen, dass er noch nie etwas Böses gedacht hat, getan oder gesagt. Und deshalb sind wir unrein von Natur aus. Aber einer wäscht uns frei durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha. Und das ist der Herr Jesus Christus. Er ist gekommen, um Sünder und Menschen, die verloren sind, zu rufen, damit sie umkehren vom Weg des Verderbens. Jesus spricht, kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Ich will euch Leben schenken, ewiges Leben, das nicht vergeht. Leben, das in Ewigkeit bleibt. Komm zu Jesus und dein Leben wird erfüllt sein. Suchst du den Sinn des Lebens? Weißt du, was nach dem Tod sein wird? Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Im Himmel oder in der Hölle? Das sind die zwei Alternativen. Es gibt eine Hölle, wo ewige Qual ist, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Manche meinen, das sei schön, das sei immer Party. Aber in der Hölle wird ewige Qual, ewiger Schmerz, ewiges Leid sein. Ohne Ende. Willst du so enden oder willst du im Himmel sein, beim Herrn Jesus Christus? Ewige Qual in der Hölle oder ewige Freude im Himmel bei Jesus Christus? Die Entscheidung musst du heute treffen. Hier und jetzt, wenn du diese Botschaft hörst. Jedes Jahr werden in Deutschland 300.000 Kinder im Mutterleib abgetrieben. Welche Blutschuld liegt über unserem Volk? Liebe Seele, auch du kannst aber umkehren und Erlösung erfahren. Reinigung von dieser Sünde der Abtreibung, des Kindesmordes. Kehre um zu Jesus Christus und er wird dir vergeben. Und der Herr Jesus sagt zur Ehebrecherin, geh hin und sündige nicht mehr. Wenn du ein Kind Gottes bist, lebe nach deinen Geboten, dann wirst du Freude haben im Herrn. Du wirst ewiges Leben haben im Himmel, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Und das geschieht durch Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn du sagst, Herr Jesus, ich möchte dir all meine Schuld, all meinen Müll bekennen, all meine Sünde möchte ich dir sagen, und du hast am Kreuz auf Golgatha abgetragen, nicht reingewaschen. Und wenn du dann sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz durch deinen Heiligen Geist und wirklich das glaubst und annimmst, dann bist du ein Kind Gottes und reingewaschen. Und dann kannst du in den Himmel kommen. Aber ohne Jesus gibt es nur die ewige Qual und Verdammnis. Jeder Mensch, der Jesus ablehnt, wird ewig in der Hölle leiden und gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ohne Ende. Willst du das? Oder willst du im Himmel sein, wo ewige Freude und Frieden ist? Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nimm diese Botschaft an, bevor es zu spät ist. Heute ist der Tag des Heils. Heute spricht Gott zu dir, damit du umkehrst und ewiges Leben findest in Jesus Christus. Gott segne jeden Zuhörer und schenke, dass jeder darüber nachdenkt, damit er Friede hat im Herzen und den Sinn des Lebens und himmlische Herrlichkeit. Amen. Amen.